Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Die Stimme ist ein bisschen kaputt. Macht euch darüber gar keine Sorgen. Das ist der Hannes. Moin. Der Moin Hannes, jetzt in der Daylight-Version, ist schon wieder knüppelheiß hier. Hannes und ich. Ich und Hannes, Hannes und ich, so ist richtig, ne? Man darf sich nie zuerst nennen, es gibt nur Probleme. Haben ja mal ein paar Moors getestet. Ihr kennt vielleicht noch die Schneemoors oder die Gorsenmoors oder die Odelmoors oder die Laternenmoors genau. Oder die Isarmoors, genau. Also das Isarwasser. Isarwasser. Und neben vielen Empfehlungen im Internet, was man mit Maasen machen kann, habe ich gedacht, warum testen wir nicht mal eine Pfeffi-Maas? Da wir ja sonst eigentlich immer auch mal einen Pfeffi getrunken haben. Ich passend zum Geburtstag jetzt auch eine Flasche Pfeffi bekommen habe vom Bob. Das ist nämlich die hier. Das ist eine Flasche Pfeffi. Und da hängen einfach lauter Taschenrutscher hinten dran. Das war das Geburtstagsgeschenk vom Bob. Und wir haben gedacht, wir testen mal eine Pfeffi-Maß. Das ist eine Eigenkreation. Jetzt haben Leute im Chat damals gesagt, ach so, einfach ein Liter Pfeffi in den Maßkrug. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Das ist ja dann keine Pfeffi-Maß. Bei einer Maß muss ja eigentlich immer Bier mit dabei sein. Wir haben wieder die von Eiskorb Jens gespendeten Bier-Maßkrüge bekommen. Ihr wisst, wir werfen die immer weg. Und immer dann fürs nächste Moors kriegen wir neue Bierkrüge gesandt. Das ist wunderbar, das geht immer so weiter. Und wir werden die heute mischen, also mit Pfeffi, mit einem hellen Bier, mit einem bayerischen hellen und mit Cola. Jetzt habe ich für den Hannes extra für mich was Gekühltes geholt, nämlich Pepsi Max. Und für den Hannes ist es zusätzlich auch noch Zero. Ja. Das sind eigentlich die Bestandteile aus einer Pfeffi-Maß. Das ist also ein Cola-Bier mit Pfeffi. Das ist eine Kräuter-Cola mit Bier. Wie auch immer, ihr könnt es drehen, wenden, wie ihr wollt. Machen das jetzt mal hier auf. So, bitteschön. Jo, danke. Damit sie auch schon anfangen können. Das müsst ihr jetzt das halbe Glas füllen, wenn man das helle einfüllt. Also packen wir das direkt rein. Es ist übrigens irgendwie kurz vor 11 oder so, also wir sind gerade aufgestanden und wir haben wieder mal einen engen Zeitplan, weil heute Abend müssen wir noch arbeiten und deswegen müssen wir jetzt tagsüber schnell eigentlich auch arbeiten. Also es ist alles Arbeit, weil es ist ja auch alles für den Kanal. Das war jetzt das gute Starnberger Hell. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Starnberger Hell, das hat 4,8%. Jetzt müsste man zu gleichen Teilen. Wir sind ja gut drauf. Wollen wir bis zum Rand hier Pfeffi machen und den Rest mit Cola? Ja, klar. Das ist ja, ne? Eigentlich macht man eine Maß ja hier bis zu dem 1-Liter-Symbol. Aber bei uns, wir sehen, dieser Ring und der Rest vom Glas ist ungefähr gleich. Ja. Da haben wir eine Markierung, dass wir jetzt mit dem Pfeffi auffüllen bis zu 1 Liter und dann nochmal das, was halt reinpasst. Bis oben hin. Das ist also mehr als ein Moas, wenn du das so nimmst. So, dann machen wir jetzt mal das Pfeffilinchen auf. Der ist leider nicht gekühlt, also mach das bitte mit gekühlten Pfeffi, sonst ist das nichts. Jetzt füllen wir den mal hier rein. Das wird auf jeden Fall hellgrün. Das wird gleich gelb. Gelbgrün, hellgrün, alles dabei. Jetzt sieht es aus wie Isarwasser. Nur durchsichtiger. Im Moment schon, ja. So, dann einmal an den Herren. Im Moment schon. Wie eine Kuhglocke, was da alles dran rumbimmelt. Guck mal da hier. Guck mal, wie gut das jetzt aussieht, ja? So, bis zum Strich, bis zur Markierung. Und jetzt, das war keine Aufforderung, ich habe es nur noch mal erklärt. Hannes, sonst schenke ich halt noch 10 Liter rein, ne? Ja, da haben wir aber noch den Rest, dann können wir den ja auch irgendwie aufteilen, oder? Ja, dann schütt halt hier auch noch was rein und dann... Genau. Hannes muss es schon wieder übertreiben, das heißt, es ja, ist jetzt... Ja, wenn dann schon gescheit, dann machen wir das schon gescheit hier. Ja. 500 Milliliter Bier, ja. 350 Milliliter Pfeffi ist das dann. Ja, deswegen heißt der Pfeffi-Maß. Oida.
Und eigentlich sind es noch 330 Milliliter Cola, aber die werden jetzt hier nicht mehr reingehen. Wir probieren es trotzdem mal. Schauen wir mal. Da kicken wir mal, was da noch reingeht. Wir hätten auch die verschiedenen Schnäpse einfach hier reinhauen können. Nein. Ich habe erst überlegt, ob ich so Kräuter an der Kasse mitnehmen, so ein Viererpack Kräuterlikör, die kleinen Taschenrutscher, dass du hier jeder einen reinmacht und dann sind ja zwei übrig für die zweite, die wir heute noch testen müssen. Aber das hätte ja den Geschmack komplett verfälscht und wahrscheinlich auch die Farbe, also dürfen wir das natürlich nicht. Ja, jetzt Pepsi Max, Zero, maximaler Geschmack. Hätten wir was zum Umrühren mitnehmen müssen. Das sieht jetzt aus wie ihr Blackout-Mars, ne? Das habe ich nämlich auch gesehen beim Bavarian-Blogger. Die haben eine Blackout-Mars getestet. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin sein sollte, aber guckt euch doch mal an, wie genial das ist. Es ist oben jetzt einfach richtig schwarz und nach unten hin wird es trotzdem klar und durchsichtig. Ihr könnt also durch das Grüne noch durchschauen. Was für eine geile Pfeffi-Mars. Richtig genial. Sieht aus wie eine Lakritz-Mars irgendwie, aber... Ja, der Ding meinte doch, der Zanke meinte doch, wir hätten eine durchsichtige Cola besorgen sollen. Das würde wahrscheinlich geiler ausschauen. Aber dann hätten wir auch Wasser nehmen können, das wäre ja, genau. Durchsichtige Cola, ne? Ja. Weil Cola Zero ist ja eh dann Wasser. So, halt's mal kurz so hoch, neben dich oder so, ja. Dass man irgendwie dein Gesicht am Rand sieht und die Maß in der Mitte. So. Der soll jetzt fürs Thumbnail sein, wundert euch nicht. So, und jetzt können wir es wieder abstellen und können nach Hause gehen. Genau. Das war die Pfeffi-Mars. Da ist noch ein Schwätzel drin zum Nachspülen. Würde ich sagen, wir probieren jetzt mal. Und definitiv, ich muss erst mal ab. Theoretisch muss man es ja nicht ganz austrinken im Video, aber meistens machen wir das ja trotzdem. Wir gucken mal, wie es schmeckt, ob es mundet. Wir haben ja noch nichts getrunken, also so ein kleiner Schlummertrunk früh zum Aufstehen. Mhm. Ein kleiner Guten-Morgen-Trunk wird schon gehen. Dann Prost, Hannes, lass es dir schmecken. Prost, Prost. Einfach nur mal testen kurz. Und was sagt's? Das ist eine eindeutige Pfeffermaß. Pfeffermaß? Pfeffimaß. Das ist halt, schmeckt richtig nach Pfeffer. Pfefferminze? Ja. Und guck mal, jetzt passt auch der Rest von der rein. Cola noch rein. Genial. Und es ist, ja, ein bisschen das Bier schmeckt man aus. Habt ihr noch ein Zerro-Krönchen obendrauf? Und ja, ja gut, von dem Pepsi merkt man jetzt zwar gar nichts, aber ja. Aber ohne Pepsi wird es trotzdem anders schmecken. Ja, definitiv. Aber du würdest jetzt das Pepsi nicht rausschmecken direkt. Nee. Ich finde es auch gut. Ich meine, ich habe sonst immer gerne Pfeffi getrunken. In letzter Zeit nicht mehr so sehr, weil du kriegst immer direkt Sodbrennen und das ist immer so... Es greift halt immer so an. Jetzt durch die Mischung mit dem Bier ist der Pfeffi nicht mehr ganz so aggressiv, wird ein bisschen milder. Du hast trotzdem aber diesen erfrischenden Geschmack. Ist wie eben eine schöne Kräuterlimonade mit Alkohol gefühlt. Das könnte alles natürlich, das Bier könnte noch richtig kühl sein. Der Pfeffi könnte richtig kühl sein. Ja, die Dosen waren eigentlich kühl, aber irgendwie auf dem Weg hierher sind die auch warm geworden. Also ich kann mir das eigentlich gut vorstellen, wer gerne Pfeffi trinkt oder wer gerne so Kräuterlimonade trinkt oder Kräutercola, dass das eine Marktlücke wäre, probier das mal aus. Denn ich habe bisher noch kein Video davon gesehen, dass es eine Pfeffi-Maß gibt. Ich würde sagen, wir trinken das jetzt noch gemütlich aus. Ja. Und war es das eigentlich. Also ich finde es gut, ich bin nicht enttäuscht. Nee, ganz und gar nicht. Sah zwar erst aus wie das Isarwasser, ist es aber nicht. Ist wieder was ganz Eigenes. So, dann Hannes, dann nochmal Prost. Und dann guck mal uns das mal an. So, ansonsten war es das natürlich von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Ne? Was sind deine Abmoderationen? Du hast gar keine. Nee, ich habe keine. Ich sag eigentlich immer, macht es gut. Macht das Beste aus dem Tag. Und Agurden, sagt er immer. Und Agurden, ja. Agurden, euer Hannes Agurden. Agurden. Den Hannes immer angurten, damit er nicht im Auto rumfliegt. Ne? Genau. So, Peace out, Vorhaut und Agurden. Genau.